Also den Film, der war ganz interessant. Hin hat könnte noch ein gut Viertelstunde bis eine halbe Stunde lang dauern, weil da waren immens interessante Reportagen drin und Bilder drin, die schon wie mehr jung waren, haben wir das nie an den Schulen gelehrt oder hören davon. An der Zeit, sie sagen, das muss an die Schule kommen, das Jugend, alles, was geschieht ist, also was in der Vergangenheit geschieht ist, dass man darüber Bescheid wissen und Chapeau für die Leute, die den Film realisiert haben. Also, war tipptopp. Ich finde, das ist echt. Und ich schließe mich dem ganz und. Der Film hat mir wirklich ganz gut gefallen, weil er erfrischend an verschiedene Simulationen, die an Kontext gesetzt gehen, von Haut kombiniert mit einem Fee, der sich damals aufgewickelt hat. Und das ist eigentlich besonders auch interessant für die jungen Generationen, für sich Haut kontextuell und situell herumzufangen. Dann hat mir auch ganz gut gefallen, die Emotionen von einer ganzen Partie von Témoignagen, die ehrlich und klar ob ein bisschen eine seislige Erde rüberkommen, die Sachen, vielleicht, was den historischen Auflauf möchte, sind aggregiert. Das heißt, liegt verständlich. Es wird sich nicht verloren mit unnötigen Details, was militärische Komponenten sind, wie Unitäten oder Bataillonen und so weiter, sondern es eigentlich einem, den sich vielleicht noch niemand der Materie richtig auseinandergesetzt und erlebt, für auch gut in der Sache zu fangen, also sich vielleicht ein bisschen mehr mit der Geschichte von dem als zu identifizieren. Mir persönlich hat der Film ganz gut gefallen. I'm currently a member of the 2nd Squadron, 2nd United States Cavalry, and during the Battle of the Bulge, the unit we gained our lineage from participated in the battles in Clairvaux. The film really captured, I think, the unit's participation in that campaign and the sacrifice our predecessors made. And it's been for me a really eye-opening experience to see the dedication from Luxembourg to maintaining the lineage and the memory alive and well, and it speaks to, I think, our continued reliance on the alliance that we have as nations in past challenges and future. Also, ich fand den Film unheimlich gut. Und das wirklich durch Témoignagen, die von den einzelnen Leuten gesucht gehen, die sind so überzeugend und sie sind so gut ausgewählt, dass sich wirklich alle gut in die einzelnen Szenen kann vorstellen. Kein schwätzt zu viel lang, auch kein schwätzt zu viel kurz. Also ich fand, dass das eins du am Television gesehen, auch Reportagen, die zu viel lang sind. Aber hier an diesem Film ist es wirklich ganz ausgeglacht, was gesagt wird. Und da kommen andere Szenen, die den Krieg auch ein paar weisen, wie es wirklich an der Wirklichkeit hier zu Kliff war. Also ich fand, der Film soll jeder gucken. Und ich fand doch innen ganz flott, dass den zwei Untertitel hört auf Englisch und auf Französisch, sodass man als Freund an Amerika an die Frankophonen Leute hier am Land und auch an der Gegend können begeistert gehen durch diesen Film. Also ich meine große Felicitationen für den Herrn Michel Tereba und seine ganze Equipe.